Der Walter-Bensemann-Preis hat eine Sonderstellung unter den Fußball-Kulturpreisen. Der Preis zeichnet Personen der Zeitgeschichte aus, deren langjähriges Wirken in der Tradition Walter Bensemanns steht. Menschen, die Herausragendes für den Fußball geleistet haben, eine Auszeichnung für die ganz Großen im Fußballgeschäft. Cesar Luis Menotti, Otto Rehhagel, Bobby Charlton, Uwe Seeler, Günter Netzer oder Ottmar Hitzfeld wurden bereits geehrt. Aber wer wird Preisträger 2016? Es ist wirklich ein Hammer, kann ich Ihnen sagen. Alex Ferguson und alle diejenigen, die sich im Fußball ein bisschen auskennen, wissen, was das für eine Persönlichkeit ist. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde der Name des schottischen Preisträgers bekannt gegeben. Alex Ferguson ist der Mann, dem Manchester United den Aufstieg zu einem der bekanntesten und größten Fußballclubs der Welt hauptsächlich verdankt. Mit dem FC Aberdeen errang er mehrfach den schottischen Meister- und Pokaltitel. Seinen Ruhm als einer der erfolgreichsten Vereinsfußballtrainer aller Zeiten begründete er aber als Teammanager des englischen Traditionsclubs Manchester United. Sein Amtsantritt 1986 markierte den Beginn einer knapp 27 Jahre währenden Ära, in der United unter anderem 13 Mal den englischen Meistertitel holte. Am 21. Oktober in der Tafelhalle in Nürnberg bei der großen Gala wird Ferguson den mit 10.000 Euro dotierten Walter-Bensemann-Preis persönlich abholen. Die Gala sehen Sie im Livestream bei kicker.de.